Lilo. Heute habe ich mir mal Ubuntu Mate angeschaut. Ubuntu kennen wir, den Mate Desktop kennen wir, jedenfalls schon von Linux Mint. Ubuntu Mate, schauen wir mal, was haben wir da? Ubuntu Mate heißt Ubuntu plus Mate Desktop plus viel Herz und Liebe gibt dann Ubuntu Mate. Kann man hier downloaden. So, den ganzen Gefrödel könnt ihr erstmal vergessen. Wenn ihr ein Torrent-Software habt, solltet ihr das bevorzugen, um die ISO-Datei herunterzuladen. Entlastet die Server ansonsten. Weiter nach unten blättern und ihr seht dort halt zum Beispiel für Deutschland einen direkten Link, entweder für i386, also ganz normale PCs, oder 64-Bit kann man runterladen, gegebenenfalls sogar für Mac. Gut, dann habe ich mir mal angeschaut, Ubuntu-Mate.org. Na, wer ist denn das überhaupt? Ich gucke da immer gerne mal auf Whois-Abfragen. Der Server selbst liegt in den USA und in Arizona, zumindest von dem Domain-Namen. In den Software-Paketquellen selbst habe ich das nicht gesehen. Gut, Ubuntu Mate, wir haben einen klassischen Ubuntu Desktop. Wir haben das Mate Terminal. Übrigens, wir haben hier eigentlich keinen Kompositor. Ne? Ich habe mir ein Terminal so eingestellt, dass es durchsichtig aussieht. Haben wir keinen Kompositor, also keinen Manager für Transparenzeffekte. Sondern man sieht jetzt hieran, dass das alles nur getürkt ist. Ne? Das ist jetzt nicht durchsichtbar. Hier müsste ich eigentlich nochmal The Recrunner sehen. Ne? Das ist nur so getan, als ob. Ne? LS, würde ich sagen. Kein Kompositor. Der Vorteil davon ist, leichtgewichtiger. Läuft gegebenenfalls auf älteren PCs und möglicherweise auch gut für zum Beispiel LTSP, da mal meine LTSP-Videos gucken, Synclient-Server. Gut, wir waren bei dem System an sich. Wir gucken mal, was haben wir denn? Wir haben ein Kontrollzentrum hier und da gibt es unter Software und Updates die entsprechenden Paketquellen. Der nimmt eigentlich die Ubuntu-Paketquellen, die ganz normalen. Andere Software, hier ist dann aber zusätzlich eine PPA, eine persönliche Paketquelle von dem Ubuntu Mate Developers zusätzlich eingetragen. Darüber kommen die Pakete, die jetzt speziell für Ubuntu Mate sind. In den Software Sources sieht man das nämlich nicht. Zeig gleich mal. Cut etc apt Sources List, so. Und in dieser Sources List, da könnt ihr gucken, wie ihr wollt, da steht nur Ubuntu drin. Ne? Da kommt also alles von Canonical, beziehungsweise Ubuntu, 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 Ubuntu. Ubuntu, 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 Ubuntu. Da steht also jetzt nicht irgendwie der Server aus Amerika drin. Gut, die Softwarepakete kommen also quasi aus der PPA und nur von Ubuntu. Ganz nett. So. Was mir aufgefallen ist, Systemverwaltung, Aktualisierungsverwaltung unter Ubuntu in der Version Aktualisierungsversion haben wir das Problem, dass wir dieses Fenster, wenn es die Aktualisierung anzeigt, nicht mehr vergrößern können. Wir können uns das gar nicht richtig angucken. Hier in Ubuntu Mate funktioniert das glücklicherweise wieder mit dem Vergrößern und Verkleinern des Fensters. Ne? Man kann dann an der Ecke ziehen, vergrößern und verkleinern. Ja, das ist ganz nett. Gut, auch hier kann man dann wieder nochmal schauen, zusätzliche Treiber installieren, wie von Ubuntu gewohnt. Also die Fenster sind wieder skalierbar wie vorher. Gut, jetzt sucht er natürlich nach Treibern. Gut, ich habe natürlich die Möglichkeit hierüber mehrere Desktops zu erreichen, 4 Stück in einer Reihe. Und wenn euch das hier zu dunkel und zu komisch ist, ich habe da schon ein bisschen rumgebastelt, nämlich mit den Themen. Gut, System, muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen, das klassische Ubuntu, wie es früher mal war, da wollten wir eigentlich mal wieder hin. Nett, also ähnlich wie Linux Mint Mate. Gut, Unterschied zu Linux Mint, wir haben Google als Web Seitensuche. Gut, wo wollten wir hin? Von lauter Geschwätz, Erscheinungsbild kann man
verändern. Man hat die guten alten Themen wieder. Ne? Das Thema habe ich mir so ein bisschen verbastelt. Bin dann mal auf Black Mate gegangen. Normalerweise steht das auf diesem Thema. Ne? Da sieht das so ein bisschen anders aus, ein bisschen heller und freundlicher. Ambient Mate. Ne? Und ich wollte aber Black Mate. Sehr schön, ein bisschen dunkleres Thema. Und die kann man sich anpassen, die Themen. Zum Beispiel die Fensterrahmen habe ich mir dann wieder ein bisschen anders gesucht, dunkle und so weiter. Und die entsprechenden Symbole kann man sich auch nochmal aussuchen. Zum Beispiel Menta oder Nebel oder ähnliches. Und schon sehen die Symbole wieder anders aus. So können wir das wieder anpassen wie früher. Ne? Sieht dann zum Beispiel so aus. Dateimanager ist übrigens Kaya. Ist nicht der Nautilus, was aber wohl mal der Nautilus war, zumindest bis 2009. Na, wunderschön. Kaya hat hier oben zum Beispiel den Knopf, schalten Sie um. Da kann ich direkt einen expliziten Pfad eingeben, wenn ich den möchte. Und muss nicht herumklicken und navigieren. Ist der schöne Symbol an sich mal eben in die Listenansicht. Und wir haben hier übrigens, hier sieht man auch mal die schönen skalierbaren Fenster. Ne? Man hat auch noch die guten alten Rollbalken. Wie früher, sehr schön. Kann man da schön anpassen. Was man auch hat, zum Beispiel Rechtsklick auf den Desktop. Einen Starter kann man wieder anlegen. Ne? Einen guten alten Starter, um eine Anwendung direkt vom Desktop aus zu starten. Das ist doch nett. Sehr schön. Was haben wir denn noch? Editor ist übrigens Pluma. Ja. Hier nochmal ein Hinweis zum Kontrollzentrum. Die bevorzugten Anwendungen müssten meiner Meinung nach ein bisschen angepasst werden. Firefox ist klar, Thunderbird ist klar für Webbrowser und E-Mail. Dann haben wir aber, ne, gut, EOM, Bildbetrachter, Rhythmbox und Video-Wiedergabe ist Videos. Hier, Textbearbeiter, LibreOffice Writer, das gehört meiner Meinung nach einfach auf Pluma gesetzt und fertig. Ne? Sonst macht das für mich keinen Sinn. Sehr schön. Wir haben natürlich jetzt auch noch wieder einen Bildschirmschoner, wie früher. Ich sehe hier aber keine Möglichkeit, weitere Bildschirmschoner nachzuladen. Hier sind nur die, die hier drin sind. Ne? Gegebenenfalls über Synaptik andere Bildschirmschoner nachladen, sofern vorhanden. Aber Synaptik ist standardmäßig auch nicht da. Also Synaptik müsste man sich nachinstallieren mit sudo apt-get install Synaptik. Ja, sudo apt-get install Synaptik. Den Synaptik Package Manager 234. Da kann man den noch nachinstallieren. Ja, der ist nämlich standardmäßig nicht drin. Ist nicht tragisch, kann man sich noch nachinstallieren. Gehört meiner Meinung nach eigentlich gescheiterweise dazu. Gut, was hätten wir denn noch Schönes? Wir haben wieder die Benutzer und Gruppen in unserer Kontrollkonsole hier. Das heißt hier Kontrollzentrum. Gut, Benutzer und Gruppen, wo habe ich die jetzt wieder gesehen? Users and Groups, manchmal ist das nicht ganz so übersetzt, macht ja nichts. Gut, Benutzer und Gruppen, bei Ubuntu, der normalen Version, haben wir hier mittlerweile so ein Protokoll. Ne? Wer sich wann eingeloggt hat, haben wir hier nicht. Gruppen verwalten haben wir aber dafür hier drin. Gruppen verwalten und die Fensterchen kann man größer ziehen. Sehnchen, kann man. Ja, und wir haben normale Rollbalken, nicht dieses Overlay-Gedöns. Ne? Wer zum Beispiel mal die Gruppe VBox-Users braucht für VirtualBox, kann die da wieder hinzufügen. Erweiterte Einstellungen, auch hier das Passwort für den Admin 1234. So kann ich die Benutzerrechte von mir einstellen, ob ich was einhängen darf, Scanner verwenden, wie früher. Ne? Wie früher. Meine Befehlszeile, also meine Standard-Shell verändern, hier in dem Fall bin Bash net. Kämen wir sonst aus den aktuellen Ubuntu-Versionen nicht mehr, ist irgendwann mal rausgefallen. Hier haben wir es alles wieder. Firewall-Konfiguration haben wir wieder. Schon wieder Passwort. Na gut. Firewall GUFW kann man hier einstellen. Gut, braucht man unter Linux eigentlich standardmäßig nicht, es sei denn, das Ding ist direkt mit dem Web verbunden, ohne einen Router dazwischen. Ich bin zu Hause. Und dann ist das gut. Oder man ist in einem öffentlichen Netzwerk, dann könnte man sich hier noch Firewall-Einstellungen
zurechtbasteln, falls man es denn braucht, habe ich im Leben nie gebraucht. Software Center habe ich bisher noch keine Werbung drin gesehen, möchte ich hier lobend erwähnen. Da kommt höchstens unsere Lieblinge. Wenn man hier draufklickt, kommt da kein Krempel. Gut, jetzt habe ich natürlich ein Thema genommen, wo man schlecht lesen kann. Aber wenn man draufklickt, kann man das wieder sehr schön sehen. Standard Ubuntu Software Center, aber ohne Werbung. Sehr schön. Qt4-Einstellung ist mir noch nicht ganz eingängig, anscheinend für Qt4-Fenster noch mal ein bisschen was einzustellen. So, was hätten wir sonst noch? Das Hauptmenü kann man schön wieder verwalten, wie gewohnt von alten Versionen. Also dieses Menü hier oben kann man bearbeiten, also schön frei änderbar. Wie gesagt, die Fenster kann man erwischen und kann das gegebenenfalls anpassen. Man kann ja auch die versteckten Einträge mal aktivieren. Wer zum Beispiel meint, er müsste ein Root-Terminal haben, könnte das hier anklicken und kann das hier dann unter dem entsprechenden Eintrag Zubehör dann das Root-Terminal benutzen, wer es denn haben will. Na gut, ja, ich mache mal Cancel. Braucht man normalerweise nicht. Wir machen sudo oder so. Gut, kann man hier noch einstellen, wie früher gewohnt. Rechtsklick, ja, wie gesagt, Starter haben wir. Dokumente anlegen können wir mal eben hier. Und den Hintergrund ändern. Es gibt schöne Desktop-Hintergründe. Und wir haben auch verschiedenste Hintergründe online. Ja, hier made-desktop-org-backgrounds zeigt auf einer Seite, die es tatsächlich gibt. Schriftarten kann man hier einstellen, wenn einem das zu klein oder zu groß ist. Ich habe hier schon ein bisschen rumgespielt. Das Desktop-Thema wunderschön einstellbar. Gut. Was haben wir sonst noch? Wie gesagt, das Ding, gehen wir nochmal wieder zurück, ist aktuell. Wir könnten nochmal schauen. Wie gesagt, hier haben wir die Google-Suche standardmäßig hier oben drin. Bei Linux Mint zum Beispiel ist da standardmäßig Yahoo, was mir nicht gefällt. Kann jeder selber entscheiden. Wir haben dann in dem Kontrollzentrum noch die Möglichkeit, den Kompositor einzuschalten oder auszuschalten. Wo habe ich das jetzt wieder gesehen? Bildschirme? Nein, nein, nein. Irgendwo war es. Hilft mir Fenster, ne? Fenster, ne? Compositing Verwaltung. Wer also einen transparenten Manager braucht, der könnte das hier einschalten. Braucht man normalerweise nicht. Da kein Compositing Manager drin ist, läuft das Ganze auch auf älteren PCs schneller, die vielleicht nicht ganz so gute Grafikkarten haben. Und auch als LTSP Synclient Server. Gut zu gebrauchen bei Backups war mir noch was aufgefallen. Speicherort kann man sich einen Speicherort zum Beispiel auch auf FTP per SSH, Windows-Freigabe oder zum Beispiel bei Amazon gibt es anscheinend S3 eine entsprechende Cloud-Lösung direkt abspeichern. Sehr schön, finde ich nett. Gut, das sollte jetzt genügen für den ersten Überblick. Ubuntu Mate finde ich nett. Probiert es mal aus. Tag schließen. Wie gesagt, die restlichen Anwendungen sind so wie von Ubuntu gewohnt. Keine Überraschung. Wer GIMP haben will, installiert sich es einfach nach. Die Vorgabeanwendungen sind halt die, die dabei sind. Aufgefallen ist mir, dass hier löblicherweise keine Spiele vorinstalliert sind. Denn die normalerweise vorinstallierten Spiele benutzt eh keiner. Man lädt sich ja meist bessere Spielchen nach. Ich hoffe, ihr mit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.